In diesem Video geht es um das Dippen auf Forellenbarsche, die landläufig Schwarzbarsche genannt werden. Vor ein paar Jahren habe ich schon einmal ein Video zu dieser erstaunlichen Technik eingestellt, das ihr euch ansehen solltet. Dieses neue Video habe ich jedoch in Slow Motion gedreht. Links vor dem Köder zeigen sich einige Wasserwirbel, die wahrscheinlich von einem Interessenten meiner Darbietung stammen. Im Prinzip ist es eine Art Stippen mit Kunstködern direkt auf der Oberfläche. Durch Geräusch und Farbreize sollen die Barsche zum Anbiss gebracht werden. Nichts für schwache Nerven, wenn ein Barsch den Köder vor den Füßen in der Luft packt. Aufgenommen habe ich das Video aus der Hand mit der Slow-Motion-Funktion meines iPhones bei 120 Bildern pro Sekunde. Und weil es so schön war, das Ganze noch einmal ungeschnitten in Echtzeit. Nur so ein Test. Eingefangen. Hast du das gesehen, Luna? Da dürfte meine Tochter, die man gerade hörte, nicht ganz richtig liegen. Diese Art wächst recht schnell. Er dürfte etwa 4 Jahre alt sein. Diese Fangtechnik funktioniert natürlich nicht immer und überall. Bevorzugt in der Abenddämmerung und wenn die Fische unter Strom stehen. Zum Beispiel vor Wetterwechseln. Wer mehr über den Fang von Schwarzbarschen erfahren will, der sollte sich mein E-Book anschauen.